Hallo, nochmals Entschuldigung, dass das nicht geklappt hat. Ich habe es vorher getestet. Ich bin mit Kabel drin. Es ist eigentlich alles ideal. Okay, ich nehme jetzt einfach schnell das Video auf, damit ihr das möglichst schnell zur Verfügung gestellt bekommen habt. Also nochmal, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil von der WordPress-Sommeraktion. Wir reden heute über Ankerlinks. Ankerlinks sind im Prinzip Links, mit denen man im Dokument in einer WordPress-Seite oder in einer überhaupt in einer Website hin und her springen kann. Was man dazu braucht, ist tatsächlich ein bisschen HTML. HTML, wer in meine Workshops kommt, muss da immer mit zwei, drei Dingen durch, weil die einem das Leben einfach viel, viel leichter machen und es ist auch gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Dazu sage ich euch jetzt einfach mal, was HTML überhaupt ist. Ihr seht es hier auf dem Bildschirm. Das ist die Abkürzung für Hypertext Markup Language. HTML ist in dem Sinn keine Programmiersprache. Das ist eine Auszeichnungssprache. Das heißt, damit der Browser überhaupt irgendwas darstellen kann, gäbe es kein HTML, würden wir gar nichts sehen im Chrome, im Safari oder im Firefox. Das brauchen wir dazu. Wir sagen damit dem Browser, was wir darstellen und was er jetzt darstellen soll vor allen Dingen. Viel tiefer gehe ich da auch nicht drauf ein. Ich zeige euch jetzt einfach mal, so sieht eine HTML-Seite, auch eure WordPress-Seite sieht im Hintergrund so ganz grob so aus. Es gibt immer hier so einen Anfang, dann sagt man, okay, hier startet das HTML-Dokument, hier endet es. Dann gibt es der Body-Teil. In diesem Body-Teil, das ist immer der sichtbare Bereich, den ihr im Browser dann seht, die Sachen, die wir im Browser sehen, hier oben im Head-Bereich, das sind die Metadaten, da kommt sowas wie Seitentitel rein, da kommt die Meta-Description, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist wichtig für Suchmaschinenoptimierung. Da würde man einbauen Google Analytics und Google Fonts und all die Dinge, die man nicht sichtbar sind, die aber das Dokument funktionaler machen. So viel dazu. Ich wollte euch das nur einfach mal ganz grob zeigen. Was wir jetzt machen, ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Also, wir haben eine ganz normale WordPress-Seite, das ist hier das Standard-Theme und wir haben hier diese Startseite. Von dieser Startseite, ich möchte von diesem Bereich hier, möchte ich jetzt zum Beispiel hier unten reinspringen, zu dieser H3. Das ist jetzt alles Blindtext und ich möchte nicht, dass einfach ein Link auf die Seite gemacht wird, sondern er soll gleich hier unten reinspringen, in diese Sektion und nicht die ganzen Sachen oben anzeigen. Darum geht es heute. Was wir dazu brauchen, wir gehen also zuerst auf diese Seite, wo wir hinspringen wollen, machen ganz normal Seite bearbeiten. Was wir jetzt brauchen, ist nicht den visuellen Editor, sondern ihr geht bitte in den Texteditor. Das würde ich euch sowieso empfehlen, immer mit ihm zu arbeiten. Da sind auch gar keine schlimmen Sachen drin. Und hier findet man jetzt, ist dieser Bereich, wo wir reinspringen wollen. Das ist die H3. So sieht es im Hintergrund aus. Das macht HTML aus einer Überschrift, aus einer H3, die optisch schon hier kleiner dargestellt ist. Und im Texteditor ist das nichts anderes als das, was wir jetzt hier eben gesehen haben. Mache mal hier nochmal einen Absatz rein. Dieser Bereich. Er beginnt mit einem H3-Tag. Das ist immer mit einem offenen und dann ein geschlossenes. Dann kommt der Text. Und dann wird das Ganze beendet mit hier im Slash. Also der gleiche Tag H3, noch ein Slash davor und dann weiß der Browser, aha, hier ist eine H3. Um in sowas reinspringen zu können, brauchen wir eine eindeutige ID. Das muss man, kann man sich vorstellen, das ist wie dein Ausweis. Der hat eine eindeutige ID, den gibt es nur ein einziges Mal und den darf es auch nur einmal geben. Oder wie deine Steuernummer und all diese Sachen. Das sind eindeutige IDs und das kann ich jetzt dieser Überschrift zuweisen. Und zwar, da schreibe ich einfach, ich nehme, mache ein Leerzeichen, schreibe ID, dann mache ich ein Ist-Gleichzeichen und zwei Anführungsstriche. Und da dazwischen schreibe ich jetzt den Namen der ID. Da kannst du jetzt frei wählen.
Im Prinzip, also Kurzname ist immer gut, keine Umlaute, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, irgendein Wort, ich nenne es jetzt einfach mal H3 Sprungmarke. So, in einem Wort. Ich würde auch nicht groß oder klein, das sind alles Sachen, die du dann später merken musst. So, dann speichern wir das. Wir merken uns jetzt H3 Sprungmarke. Aktualisieren. Jetzt schaue ich mir das an. Im Vordergrund hat sich gar nichts geändert, weil es sind Metadaten. Das hat gar keine Auswirkungen auf die äußere Ansicht. Und jetzt gehe ich quasi hier auf meine Startseite. Und in der Startseite suche ich mir, ich möchte jetzt, dass ich aus diesem Bereich, das verlinke ich jetzt zu dieser H3-Sprungmarke. Dazu gehe ich auf Seite bearbeiten. Und wo haben wir die? Das ist diese Marke. Ich mache hier auch mal diesen Bereich. Den markiere ich jetzt, gehe hier auf Link. Jetzt kann ich schon mal, um es mir leichter zu machen, kann ich mir schon mal die Seite hier verlinken. Das sollte jetzt kleiner werden. So, die Testseite. Jetzt bin ich schon mal da. Was ich hier wegmachen kann, ist dieser ganze Bereich hier vorne, weil wir verlinken ja intern. Das brauchen wir alles nicht, weil wir haben keinen externen Link. WordPress erkennt diese Links auch so. Und dann mache ich diesen hinteren noch weg. Und jetzt mache ich hier eine ID, kann ich ansteuern, indem ich Raute mache. Dann schreibe ich da H3 Sprungmarke. Das muss natürlich jetzt textlich exakt stimmen. Das hier brauche ich jetzt nicht. Wir wollen nicht in einem neuen Link öffnen, in einem neuen Tab öffnen, weil wir ja jetzt innerhalb unserer Seite springen. Ich sage Link hinzufügen. Und was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Der schreibt jetzt HTML-Code. Der macht A steht für quasi eine, ja, was heißt eigentlich A, Herr Franz? Gute Frage, habe ich mal gewusst. href ist quasi die Referenz, auf was der Link springen soll. Das springt auf Raute H3 Sprungmarke. Dann kommt der Bereich, der Text und dann schließt dieses Tag wieder. Das ist das, was HTML macht. Wir sagen aktualisieren. So, und wenn wir jetzt da uns das anschauen und da draufklicken, dann springt er direkt hier rein in diesen Bereich und kommt nicht da oben an. Das ist im Prinzip alles, was du machen musst. Ich zeige dir noch was anderes, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt keine Überschrift, sondern du willst jetzt quasi in diesen Bereich reinspringen. Dann zeige ich dir jetzt noch ein HTML-Tag, was auch schön ist. Das ist nämlich einfach ein Span. Das ist ein Span-HTML-Tag. Das machen wir so und bis dahin, wo es gehen soll, machen wir bis zum Komma, machen wir das offene, den Slash und schieben das da rein. So, jetzt habe ich ein Span, ist nichts anderes als ein, du kannst damit einen Bereich auswählen, den du dann direkt ansteuern kannst. Nach außen, also wenn man sich das im Frontend anschaut, das Frontend ist ja immer das, was wir sehen, dann hat sich da jetzt nichts verändert. Also man sieht optisch gar nichts. Das ist das Tolle an so einem Span. Man kann das an jeder beliebigen Textstelle einfach setzen. Dann gehe ich da hin und jetzt kann ich diesem Span auch eine ID geben. Immer wieder so. Und dann schreibe ich, das nenne ich jetzt Span-Sprungmarke. Kann man natürlich alles auch kürzer machen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, direkt da reinzuspringen. Jetzt schaue ich mir das mal an. Da hat sich optisch immer noch nichts verändert. Das hat sich tatsächlich nur was in den Metadaten verändert. Jetzt gehe ich wieder auf die Sample Page. Und jetzt möchte ich aus diesem Bereich direkt da reinspringen. Jetzt machen wir ein zweites Mal. Das heißt, ich mache jetzt hier, das mache ich mal weg, wobei ich kann das auch fett lassen, ist egal. Das heißt, ich markiere das Ganze, setze um das Ganze jetzt einen Link, gehe wieder auf die Testseite, mache das hier vorne alles weg, da hinten den Slash weg, mache die Raute, wie haben wir es genannt, Span,
Sprungmarke. Wie gesagt, das funktioniert natürlich nur, wenn ihr das richtig geschrieben habt, sonst funktioniert das leider nicht. Seite ansehen. Jetzt hat er hier oben einen Link draus gemacht. Das heißt, ich klicke da drauf und jetzt springt er da unten rein. Also jetzt springt er hier rein. Er springt immer ein bisschen, weil hier oben dieser Bereich noch ist. Er springt immer, im Prinzip setzt er, wenn er da reinspringt, ist es oft nicht sichtbar, weil es hier oben reinspringt. So, das ist jetzt für ein normales WordPress-Dokument. Wenn ihr mit dem Divi arbeitet, ist es ein bisschen einfacher, das zeige ich euch auch nochmal, weil manche von euch arbeiten ja mit dem Divi. Das ist jetzt eine Seite, die ist mit dem Divi-Builder gebaut, ist aber im Prinzip das gleiche, wie wenn man das Theme hat. Im Divi ist es ja so, man hat hier so Sektionen, da kann man, ich möchte zum Beispiel direkt in diese Sektion reinspringen von der Startseite. Dann gehe ich hier auf das Blaue, also meine äußerste Sektion, gehe in Erweitert und gehe hier unten. Hier seht ihr schon, da gibt es so einen Bereich CSS-ID. Und dann schreibe ich jetzt hier einen Namen rein, den nenne ich jetzt Divi-Sprungmarke. So, speichere das, aktualisiere das. Im Vordergrund, im Frontend hat sich auch wieder nichts gemacht. Ich gehe auf die Startseite und jetzt sagen wir mal, wir möchten hier unten, dieses Have Fun soll jetzt dahin verlinkt werden. Das heißt, ich gehe auf Seite bearbeiten, suche mir, nehme mir diesen Bereich, drücke auf Link. Diesmal will ich hier auf den Divi-Builder, auf die Seite Divi-Builder heißt die. Mach das wieder weg, schreib hier Divi-Sprungmarke und füge den Link hinzu. Er macht immer das Gleiche. Dann aktualisiere ich das, gehe vom Backend ins Frontend und jetzt habe ich hier unten einen Link und wenn ich da draufklicke, springt er auf die Seite Divi-Builder hier in diesen Bereich rein. Genau hier unten, wo ich ihn haben wollte. So, ihr Lieben, das war's von mir. Ich poste das jetzt so schnell, wie es geht, auf Facebook Live. Ich möchte mich nochmal entschuldigen für die technischen Probleme. Ich werde versuchen, das nächste Woche an anderer Stelle zu machen. Ich werde es mal von zu Hause aus probieren. Und wir sehen uns gleich auf Facebook. Ich hoffe, ich kann das hier schnell hochladen. Und bis gleich.